Bundesarbeitsminister Hubertus Heil äußert sich. Deswegen müssen wir den Beitrag hier kurz unterbrechen. Zu den Rentenbezügen hören wir rein. Prozent und im Osten um, nochmal von vorn, entschuldige, die beiden Zahlen habe ich durcheinander gebracht. Können wir nochmal machen? Ja. Ja. Geht nochmal, ne? Ist ja auf Konserve. Meine Damen und Herren, die Rentenfinanzen in Deutschland haben sich positiv entwickelt, weil wir es geschafft haben, in Deutschland den Arbeitsmarkt in der Krise stabil zu halten. Deshalb ist eine kräftige Rentenerhöhung zum 1. Juli möglich. Die Renten werden ab 1. Juli in Westdeutschland um 5,1%. Nee, andersrum, Entschuldigung, wir kriegen es auch noch mal hin, die Zahlen. Kommt mir ganz gelegen, weil... Alle guten Dinge sind drei, ne? Gut. So, jetzt schaffen wir es. Gut, dass es nicht live ist. Meine Damen und Herren, die Rentenfinanzen in Deutschland haben sich positiv entwickelt, weil wir den Arbeitsmarkt in der Krise in Deutschland stabil gehalten haben. Deshalb ist eine kräftige Rentenerhöhung zum 1. Juli möglich. Die Renten werden im Westen um 5,3% und im Osten um 6,1% steigen. Davon profitieren 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland.